wo der Lactarius vor Lemos ist, dann ist der braune Filzrolling nicht weit. Was zum Teufel? Warte, Bürschchen, dir werde ich was erzählen. Xerocomus ferruginius, gleich bist du fertig. Na warte, Freundchen. Jetzt bist du fällig. Hallo. Hallo. Das ist Privatgelände. Das ist ein Jagd- und Naturschutzgebiet. Sie haben hier überhaupt nichts verloren. Wer sind Sie denn? Und was machen Sie da? Was? Wer? Filzröhrling der Braune. Filzröhrling der Braune. Mhm. Mein Name ist Eva von Hermannsdorf. Ich bin Jägerin, Försterin und ich beaufsichtige dieses Naturschutzgebiet. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Hier wird momentan Wildbestand dezimiert, das heißt, es wird scharf geschossen. Das kann gefährlich sein. Oh, das tut mir aber leid. Auch für die Tiere. Mein Name ist Harald Witz. Wutz. Harald Wutz, ich bin Botaniker. Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Pilz, dem braunen Filzröhrling. Und ja, dann habe ich mich hier wohl vergessen und verirrt. Mhm. Ja, aber schauen Sie, das ist er. Das ist der braune Filzröhrling. Ist der nicht wunderschön? Dann haben Sie doch alles, was Sie wollten. Darf ich Sie aus dem Wald raus begleiten? Es ist nicht mehr weit, aber sonst werden Sie versehentlich noch verschossen. erschossen. Da lang. Aber ich kam von... Da lang. Sie haben aber auch ein Talent, sich in missliche Situationen zu bringen, ne? Geht's? Danke. Sie sind auch sehr schön. Nett, ich finde, Sie sind auch sehr nett. Sie sind Botaniker? Wo haben Sie studiert? Ich habe an der TU München Forstwissenschaft studiert. LMU München. Botanik Hauptfach. Ich liebe die Natur und finde, sie sollte viel mehr geschützt werden. Frau von Hermannsdorf, Sie haben einen wunderschönen Beruf. Ja, das. Vielen Dank. Sie. Wissen Sie, die Liebe in der Natur ist etwas, was man... Oh Gott. Entschuldigung, ich meinte, die Liebe zur Natur ist das Wichtigste, was wir haben. Sie könnten meine Hand jetzt loslassen. Entschuldigung. Keine Sorge, das war im Nachbarwald. Ich bin ja jetzt hier.